moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Beer Factory. Ja Leute, und die Jungs sind schwer am Schuften. Hier ist richtig was geboten, Leute. Ich kann es euch sagen. Mittlerweile ist das gute Lagerbier ist fertig. Und ja, leider das gute Schnurrbräu dauert noch einen Moment. Aber das ist gar nicht so tragisch. Ich musste mal hier und da die ein oder andere Palette runterfahren, denn das hat mir tatsächlich am Ende dann doch zu lang gedauert hier mit den Kollegen. Das ging irgendwie gar nicht. Ne? Hopfen ist auf jeden Fall jetzt schon drin hier beim guten Schnurrbräu. Da fehlt nur noch nachher das Hefe. Da liegen hier noch zwei Kartons. Das liegt irgendwie da so rum und I don't know why. Hier sind auf jeden Fall noch welche drin. Hier ist ein bisschen Hopfen noch, hier ist ein bisschen Malz, aber das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Hier hinten sind noch ein paar Paletten. Und Leute, irgendwie warum auch immer, die zweite Fuhre LKW ist nicht gekommen. Ich musste das nochmal nachordern, deswegen sieht unser Kontostand gerade sehr katastrophal aus. Ja, ich habe auf jeden Fall hier soweit alles gelagert. Die holen sich das auch von hier oben, aber ich muss eins sagen, Leute, das dauert 100 Jahre. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Ich habe dann mittlerweile das soweit hier miteinander verbunden. Aber ihr hattet mir in die Kommentare geschrieben, dass ich doch einfach hier das so mit der Maschine verbinden kann. Und dann sollte der Rest automatisch sein mit einem Doppelklick. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Und ich musste jedes einzelne per Hand runterfahren. Also per Hand runter machen. Das ein oder andere hat jetzt tatsächlich noch nicht funktioniert. Da kam ich noch nicht dran. Wie zum Beispiel hier bei den beiden Hefekisten. Und hier auch tatsächlich. Also da musste ich dann nochmal später nacharbeiten und vermutlich muss ich auch nachher nochmal eine Kiste runterbringen. Aber gut, nicht so tragisch, denn ich habe hier... Och du Scheiße, Leute, was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert? Ich habe das doch gar nicht angewiesen, dass ihr hier schon loslegen sollt. Leute, hier ist irgendwie was ganz katastrophal. Vor allen Dingen, wir machen hier Atomic Hefe. Atomic Hefe ist doch gar nicht mehr am Start, Freunde. Atomic Hefe ist doch gar nicht mehr am Start. Leute, hier läuft irgendwas ganz schief und wir haben hier Stau. Wir haben hier richtig großen Stau. Ach du Scheiße. Was ist denn jetzt los? Was ist denn da kaputt? Wir haben hier... Ja, wir haben hier ein klitzekleines Problem. Ich weiß nicht, was hier los ist. Das soll so auf jeden Fall nicht sein. Ach du Lach, du lieber Gott, ey. Okay, das müssen wir jetzt hier erstmal irgendwie ein bisschen bereinigen, Leute. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ich habe das eigentlich gar nicht angewiesen. Haben die das automatisch jetzt irgendwie von der ersten da so runtergeholt oder so? I don't know. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist, aber das soll so auf jeden Fall nicht sein. Ja, wir haben Storno, Leute, wir haben hier... Oh du Scheiße, wir haben hier ein klitzekleines Problem. Okay, das müssen wir jetzt erstmal hier ganz fix wieder mal so in die Reihe kriegen, dass es läuft. Das hatte ich nicht gedacht, ne? Eigentlich war da so hier die Rede von, ja, wir machen jetzt hier das eine und dann gebe ich das nächste in Auftrag. Aber anscheinend ist das so, dass das, was dann im Tank drin war, das wird dann automatisch anscheinend weiter produziert. Also, ja. Da steht ja zwar Atomic Hefe, aber das kann eigentlich gar keine Atomic Hefe sein. Das muss eigentlich das gute Schnurrbräu, nee, Quatsch, das Lagerbier sein. Moment, Leute, wir müssen das mal ganz kurz stoppen hier. Produktionseinstellungen, Lagerbier, ja, hier Lagerbier, ne, richtig. Genau, Lagerbier. Also, ich weiß nicht, Leute, aber okay, die Jungs, die sind hier schon fleißig am Start, also es läuft auf jeden Fall, ne? Können wir uns nicht beschweren. Die machen auf jeden Fall ihre Arbeit, aber warum auch immer da nachher das falsche Bier stand, I don't know, aber ich gehe mal davon aus, dass es passt. Ja, ich wollte euch eigentlich zeigen, dass ich hier jede Menge Flaschen hingestellt habe und sogar auch gestapelt habe. Ich bin mal gespannt, ob die das nicht auch nachher so wegnehmen können. Da habe ich ja, Scheiße, Leute, guckt mal an, wie das hier aussieht. Wie bei Hempels und dem Sova, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Alter Vater, ey. Alter Vater, ey. Scheiße, 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 da. Ja, das ist, ja. Ja. Ne, wenn die Mitarbeiter wieder schneller sind als der Chef, so. Ich weiß jetzt nicht, ob man das oft so sieht, aber es ist auf jeden Fall jetzt gerade so.
Ich hoffe jetzt mal, dass wir das hier einigermaßen gut geregelt bekommen. Ja, das sieht hier auf jeden Fall herrlichst aus. Okay, das war das eine, was hier irgendwie noch falsch ist, glaube ich mal. Ja, ja, doch, das ist so. Okay, wir müssen jetzt hier erstmal hier wieder ein bisschen Tabula Rasa machen, Leute. Ein bisschen Tabula Rasa. Hier ist ja einiges gerade, was nicht mehr so sein soll, wie es eigentlich sein soll. Aber das bedeutet natürlich auch, dass dann gleich die Produktion hier schon wieder abgeschlossen ist und die Jungs hier fleißig waren und ich halt eben nicht. Aber gut, ihr seht jetzt, es ist hier Action geboten wieder. Es ist hier wieder unwahrscheinlich wieder, ja, ihr lacht euch bestimmt jetzt da draußen kaputt und denkt sich auch so, guckt ihr den an, was er da wieder für eine Scheiße treibt. Ja, ist doch okay. Ist okay. Verdammt nochmal, guck, aber wenn ich jetzt hier zwei nehme, geht's nicht, Leute. Wenn ich hier zwei wieder nehme, dann will das nicht so, wie ich das will. Ach, Mann, ey. Was eine Katastrophe. Ich komme gar nicht mehr hinterher hier. Okay, ich muss mal hier gucken. Okay, das ist jetzt alles da so. Ja, das ist jetzt so, wie es ist da. Hoppala, was ist denn hier jetzt los? Ach du Heiliger, Leute, hier fliegen die Paletten gleich rum und alles weitere und da hast du nicht gesehen und... Ach du lieber Gott, nee. Leute, ich bin nicht überfordert, nee, gar nicht. Es ist alles ganz normaler Alltag hier in meiner Firma. Ganz normal. Das ist Standard. Also, wer sich die letzten Folgen natürlich nicht angeguckt hat, ihr braucht es gar nicht machen. Es ist eigentlich Standard, ne? Also... Ich glaube, da gibt es nichts weiteres zu sagen. Hier ist einfach immer Highlife. Hier ist immer Highlife. Also, und jede Menge katastrophaler Chaos. Katastrophaler Chaos. Ach, lecco mio, ey. Lecco mio grande. Ob wir das hier nochmal wieder gerichtet bekommen, haben wir überhaupt genug Paletten gleich da, Leute? Haben wir überhaupt genug Paletten gleich da? Wieso bin ich eigentlich so ein Holzkopf und mach die jedes Mal... Warum stelle ich nicht hier direkt eine neue Palette hin, dass das hier aufgeladen wird? Komm mal hierher, Palettchen. So. Ja, da läuft das doch. Da kann die erstmal voll laufen. Und wir können hier weiter erstmal die da hier voll machen. Ach, Gottes Wille, ey, Leute. Das ist wieder hier ein super Start. Ein super Start in die Folge, ne? Aber da wisst ihr ja auch direkt, wo ihr dran seid. Und ihr wisst ja auch genau, wie es hier läuft. Ne? Ach, jetzt haben wir hier auch noch Action. Ach, gut, mein Gott. Ach, lecco mio. Das ist doch hier nix, du. Das ist doch nix. Aber das Lager füllt sich, Freunde. Das Lager füllt sich. Guckt euch das mal an, wie hübsch. Wie hübsch das ist. So, jetzt können wir hier mal die da drauf machen. Kommen wir hier ran, hier auf den Meter. So, die stelle ich jetzt erstmal da ab. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier... so ein bisschen wieder in die Spur kommen. Damit das wieder dahin läuft, wo es hinlaufen soll. Du kommst mit hier, mein Freund. So, hier hängt alles auf 3:20 nach 8, Leute. 3:20 nach 8, ich sah's euch. So, kriegen wir die hier alle raus. Mann, Mann, Mann. Ey, guckt euch mal das an, wie das hier gestapelt ist. Bis da oben hin wieder. Also das erinnert mich ja gerade an die eine Folge letzt, ne? Da war das genau dasselbe Chaos. Mein lieber Freund, ey. Ich kann euch die ja gerne nochmal einblenden. Dann könnt ihr euch genau dieses Spektakel drüben in der alten Halle auch nochmal angucken. Also, das ist ja hier wieder Katastrophe, Freunde. Katastrophe. Okay, also die kommt dann hier weg. Kommen noch zwei Stück. Da seht ihr, die sind schon wieder fertig hier. Die sind schon wieder fertig. Aber da müsste wahrscheinlich das andere Bier auch gleich schon ready sein. Oh, jetzt konnte ich die eine wegnehmen. Das ist aber interessant. Die hat jetzt ohne Probleme funktioniert. Habt ihr ja gesehen, ne? Hä, warum geht das hier nicht drauf? Hä? Ist das die eine, die eine? Die eine oder keine, oder? Ist das die? So, ich will, dass das jetzt hier wieder schön übers Förderbändchen läuft. Das sieht einfach schicker aus, so. Laufe schön hier auf die Förderbande. Komm, laufst du auf die Förderbande, dann auf die Palette drauf, machst du einfach so zickzack bang und dann ist alles wieder am Start. Und nein, Freunde, ich habe das Bier nicht getrunken.
Nein, ich habe kein Bier getrunken. So. I think we finally made it. Looks pretty nice. Was ist hier? Hier ist eins. Moment, guck mal, warte mal. Passt das hier drauf? Das geht da drauf. Aber wieso ging das eine da nicht drauf? Moment mal. Das hier geht nicht da drauf. Das hier geht auch nicht da drauf. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ach, kann das sein? Weil wir diese eine Palette hatten. Wartet mal. Aber passt die hier? Geht auch da nicht drauf. Das ist wirklich sehr, sehr komisch, Freunde. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Okay, lieber Roman. Ich glaube, Roman hieß er, ne? Oh Gott, jetzt habe ich nichts falsch gesagt. Nee, Roland. Roland. Entschuldigung, Roland. Roland, dein Lagerbier ist auf jeden Fall abgefüllt. Ist bereit zum Verkauf. Mal gucken, wenn wir jetzt heute noch das gute andere Schnurrbier fertig kriegen. Dann könnte man eigentlich heute noch alles verkaufen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin, Freunde. Das kriegen wir auch hin, weil wir brauchen Cash. Wir brauchen Cash. Der Kontostand sagt, es ist ganz, 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 ganz dünn. Ja. Und das geht so nicht, Freunde. Das geht so natürlich nicht. So, das heißt, kann ich hier... Ich will eine Palette haben. Gib mir eine. Eine. Ja, sehr gut. Eine. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So. Jetzt gucken wir mal, ob das Bier schon fertig ist. Ich gehe mal ganz kurz hier... Stopp. Gucken mal. Ah, es ist noch nicht fertig, Freunde. Es ist noch nicht fertig. Stopp, da fehlt noch die Hefe. Das heißt, wir können hier ja auf jeden Fall schon mal stoppen. Das passt ja dann. So, dann kann ich hier erstmal ganz kurz fix noch die eine Palette hier rüberräumen. Komm mal mit hier, mein Freund. Dann gehen wir mal ganz kurz gucken, ob wir den Jungs irgendwie unten noch helfen können. Damit das andere Bier hier fertig ist. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das hier nicht funktioniert hat, ne? Mit dieser, der Spawnerei da. Der anderen Palette. I don't know. Ich weiß es nicht. Ah, die müssen von hier oben holen. Was holt er denn hier Feines? Er holt... Ah, der holt sich die Hefe runter. Okay. Wie viel braucht er denn noch? Wir gucken mal. Ah ja, okay. Pff. Eins. Nee, eigentlich ist schon am Gären. Passt. Ist schon in Arbeit, Freunde. Ist schon in Arbeit. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich hole mir mal noch ein Käffchen und dann geht's gleich weiter. So, mein lieber Chris. Es ist soweit. Das Bier ist fertig. Das heißt, wir können hier die Produktion starten. Wunderbar. Attacke, Abfahrt, sage ich mal hier dazu nur. Bestätigen und los geht's. Oh, Moment. Stopp. Starten müssen wir noch. So, auf geht's. Ich habe alles vorbereitet. Die Paletten stehen. Das Bier kann flutschen. Ich glaube, jetzt kommen aber erstmal wieder hier ein paar Flaschen raus, die eventuell noch von dem anderen Gebäude sind. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier drauf spawnen können, beziehungsweise platzieren können, oder ob das nochmal auf eine andere Palette muss. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich guck mal. Können wir es hier noch irgendwo drauf machen? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das heißt, das kann hier drauf. Das kann logischerweise auch da drauf. Jetzt muss ich mal gucken bei der nächsten, ob das auch noch passt. Ja, okay, alles klar. Okay, 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 okay. Es läuft. Es läuft, Leute. Okay, nicey, McNice. Dann läuft der ganze Kram hier mal durch. Und ich würde sagen, ja, wir machen das. Ja, wir machen das hier jetzt mal schön zusammen hier, ne? Damit das Ganze hier ordentlich fertig wird. Denn wir haben. Oh, Leute, 389 Liter. Das läuft wieder. Das wird wieder hier ein Spektakel. Aber wir werden am Ende auf jeden Fall alles verkaufen. Also, definitiv dranbleiben, Freunde. Wir müssen hier heute richtig Bier verkaufen. Und wir haben jetzt hier gerade aktuell schon 8, 9, 10, 11, 12. Ja, sagen wir mal. Eigentlich sind es nur 12 Paletten, ne? Die eine ist ja. Aber es sind 13 nachher auf dem LKW. Also, wir werden auf jeden Fall 2 LKWs bestellen müssen, damit wir heute hier alles verkauft bekommen. Das wird eine geile, nice Geschichte. Und natürlich auch, by the way, falls ihr mir natürlich wieder geschrieben habt, wieso, weshalb mir da letztendlich wieder Geld abgezogen worden ist beim Transport des Verkaufes. Ich habe jetzt natürlich wieder 2 Folgen ineinander aufgenommen, deswegen kann ich oder weiß ich dann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Antwort. Aber ich werde sie dann natürlich im nächsten Mal dann definitiv wissen. So. Ab zurück.
Und zack und so. Die erste Palette Schnorrbräu ist fertig, mein Lieber. So, natürlich, wenn ihr auch wieder weitere Rezepte habt und Ideen habt, wie wir das Ganze nennen sollen, schreibt es mir natürlich wieder sehr gerne in die Kommentare und dann werden wir das natürlich dann auch einmal brauen. Und ich bin gespannt, was ihr noch so für Rezeptideen habt. By the way, falls ihr mir es noch nicht in die Kommentare geschrieben habt, wie komme ich denn nachher an die Gewürze ran? Wie komme ich denn an die Gewürze? Denn mir wurden die ja bisher noch nicht angezeigt. Oder habe ich das irgendwo übersehen? Sind die vielleicht im globalen Markt erhältlich weiter unten? Ich habe noch nicht geguckt, ne? Moment mal, Leute. Das muss ich mal ganz kurz abchecken. Globaler Markt? Nee, hier gibt es ja nicht mehr. Im Vertrieb ist ja natürlich verkaufen. Bei der Lieferung gibt es auch nicht mehr. Also da habe ich natürlich auch keine... Ich hab nirgendwo irgendwelche... Nee, ich habe nichts. Ich habe nichts, Freunde. Industrielle Maschinen? Nee, ich hab nichts. Habe nichts, meine lieben Freunde. Also, sagt mir mal, wo bekomme ich denn nachher eigentlich letztendlich die ganzen Gewürze her? Denn die sind mir ja gar nicht angezeigt worden. Kriege ich die... Wie kriege ich die? Wie kriege ich die? Leute, wie? Also, ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback. Habt ihr denn eigentlich schon Gewürze am Start oder habt ihr die auch noch nicht? Oder kommen die erst mit der kommen die erst später rein? Ich habe natürlich jetzt nicht geguckt, ne, ob das irgendwie erst im späteren Zeitpunkt hier ins Game reinkommt. Kann ich das irgendwo sehen? Ah, beim Fahrplan, Sekunde. Okay, es gibt Verbesserungen, es gibt Bierdosen, es gibt Bierfass. Oh Gott, Leute, die haben auf jeden Fall eine Menge vor und Dekorationen und so weiter und so fort. Ey, das ist ja geil, ne? Es wird möglich sein, Kameras in der Fabrik nach beliebigen zu platzieren und zu steuern. Okay, nice. Verbesserung des Verhaltens. Es gibt aber tatsächlich bisher noch... Es gibt noch hier noch... Hier steht noch nichts drin mit den einzelnen... nee. Nee, Leute, es stand jetzt nichts drin mit den Gewürzen. Also... Habe ich da irgendwas verpasst? Muss ich irgendwas noch hinstellen, herstellen? Oder geht das erst ab einer gewissen Anzahl von Bierfässern oder so? Also, ach, Bierfässern sage ich, von den Brautanks. Denn, ja, ich sehe ja nichts, ne? Bei mir wird ja nichts angezeigt. So, wie ist denn der Stand, Freunde? Wie ist denn der Stand? 174 Liter. Okay. Also, wir sind auf einem guten Weg. Das rennt hier. Wir hätten tatsächlich vielleicht, naja, wobei... Ich glaube, wenn wir hier noch eine dritte hinstellen, wird's schon ugly, Leute. Dann wird's schon krass. Ich glaube, das ist nachher too much. So, schnell zurück. Schnell, Paletschken! Zack. So, nee, ich glaube tatsächlich mit drei wird das nachher hier ein bisschen zu crazy, Freunde. Da sind wir, glaube ich, hier erstmal mit zwei ganz gut bedient. So. Dass hier alles seinen Sinn und seinen Verstand hat hier, gell? Ich glaube, im wirklichen Lagerleben ist es ja auch nachher tatsächlich so, dass das alles so ein bisschen geordnet ist, ne? Also, da steht ja nicht alles so grundlos durcheinander irgendwie rum, oder? Also, ich glaube, der ein oder andere, der hat auf jeden Fall eine Erfahrung mit. Zumindest auch was das Platzieren der Paletten im LKW angeht. Da auf jeden Fall schon mal vielen Dank wieder für die ganzen Informationen, Tipps und ja, euer Feedback. Mega. Sau geil. Bin ich einfach einsame Spitze, wie ihr mir da auch helft und mich da unterstützt. Wirklich sau geil. Dankeschön, Leute. So, hier mal die Paletten hier wieder ein bisschen stapeln. Nee, die war nicht richtig drauf. Hallo. Die möchten hier bitte drauf. Danke sehr. So, die nehmen wir mal. Die können wir dann hier drauf packen. Und die da können wir dann hier drüben noch drauf packen. Und dann ist hier auf jeden Fall mal wieder genug Paletten am Start. Ja, Leute, ey. Das ist ja echt heavy hier. Also, 117 Liter noch. Freunde, das dauert hier ewig. Das dauert hier ewig. Ich glaube, ich würde jetzt hier für euch vielleicht einen kleinen Cut machen und das Ganze hier fix fertig produzieren. Und dann sehen wir uns gleich, wenn der ganze Spaß hier
so weit abgearbeitet ist. So Leute, noch 35 Liter, dann hat sich das ganze Spektakel hier erledigt. Dann ist das gute Schnorrbräu oder Schnorrbräu, ja doch Schnorr, ne? Das kommt glaube ich dann von Schnorren. Oh Mann, ey. Auf jeden Fall geiler Name. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Ja, mega. So, noch zwei Stück. Dann haben wir's. Ja, komm. So, zack. Die Palette ist auch ready. Boah, ich brauche wieder einen Kaffee, Leute. Ich bin schon wieder lahm unterwegs hier. Ist wieder nix hier. Muss mir mal direkt gleich hier noch einen Kaffee ziehen gehen. Guck mal, ey, wie viel das schon ist, Leute. Das ist der Wahnsinn. So viel hatte ich noch nie. Krass, das ist so krass, Leute. Das ist so heftig. Dass wir hier Bier machen, ne? Das ist echt der Wahnsinn. So, ich bin ja immer so schlau, ne? Und hab mir natürlich schon mal vorab einen Kaffee gezogen. Der ist natürlich jetzt schon kalt. Gibt halt jetzt mal einen kalten Kaffee, gell? Aber muss auch mal sein. Zack, direkt den nächsten wieder raus da. Kostet ja nur einen Dollar. Ist ja jetzt nicht die Welt, ne? Ist ja jetzt nicht die Welt. So, bin ich mal aber gleich gespannt. Ich glaube, die Palette kriegen wir auf jeden Fall noch voll. Gucken, ob es dann noch eine weitere wird. Gehen wir mal gucken, was hier der Stand sagt. Aha, 2 Liter. Dann müsste es doch gleich fertig sein hier. Ja, hier bleibt wieder... Ah, na toll, da steht noch eine Flasche und hier stehen noch 5. Naja, da können wir nichts dran machen, Leute. Da können wir nichts dran machen jetzt, gell? Die Flasche müssen wir jetzt irgendwie darüber platzieren, aber das geht ja leider auch nicht. Naja, not so bad, Leute, not so bad. Das war hier auf jeden Fall heute sehr, sehr erfolgreich. Starke Sache. Hier fast neun volle Paletten. Vom guten Schnorrbräu. So. Stark, Leute. Mega. Okay, saugeil. Das haben wir, Leute. Das haben wir. Prima. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal hin und bestellen uns mal ein paar LKW. Denn jetzt brauchen wir auf jeden Fall 2. Denn wir können ja gerade mal gucken, wie viele Paletten haben wir jetzt. Wir haben jetzt hier 9. Plus 8, also 17 und 4, 21 Paletten, Leute. 21 Paletten. Das ist echt krass, Leute. Das ist wirklich, wirklich krass. Das heißt, auf dem globalen Markt gehen wir natürlich mal zum Dockmanager. Bestellen uns einen Lastwagen. Können wir uns eigentlich noch einen bestellen oder müssen wir jetzt warten? Ich hätte jetzt mir gerne noch einen zweiten bestellt, ne? Ja, aber wir haben ja auch genug Rampen hier. Wieso kann ich nur einen LKW bestellen? Ich möchte aber nicht nur einen bestellen. Ich möchte noch einen bestellen. Moment, wir gucken mal. Ach, das ist ja blöd. Moment, können wir das irgendwie anwählen? Ja, guck mal, es ist ja, sind ja weitere verfügbar. Aber wieso kann ich nur einen anwählen? Schade. Schade, Leute. Okay. Freunde, wisst ihr aber was? Ich würde sagen, wir machen jetzt mal so eine kleine Challenge. Ich weiß, ich habe euch gesagt, wir verkaufen das jetzt noch diese Folge, aber wir verkaufen es nächste Folge. Und zwar, ja, eine kleine Challenge an euch. Überlegt mal und schätzt mal, was oder wie viel diese 21 Paletten uns an Dollar erbringen. Ne? Also nicht, was wir nachher oben an Geld zur Verfügung haben, weil da wird ja immer ein Teil abgezogen, sondern wie viel wir nachher nur mit diesen 21 Paletten machen. Und jetzt kommt der Clou. Wer am nächsten dran ist, bekommt von mir höchstpersönlich eine 20 Euro Steam-Karte, beziehungsweise natürlich auch wenn ihr irgendein Game habt, das 20 Euro kostet, dann kriegt ihr das von mir als Geschenk sozusagen einmal rübergeschickt. Ja, Leute. Deswegen, ja. Überlegt mal und schätzt mal 21 Paletten. 3 verschiedene Arten Bier. Wir haben hier einmal das Schnorrbräu. Wir haben hier einmal das Lagerbier und das Atomic Hefe. Ja, jetzt liegt es an euch. Wer liegt am nächsten dran? Und ja, Leute. Wenn es euch natürlich wieder gefallen hat, lasst mir natürlich sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo.
aktiviert die Glocke, wenn ihr weiteres Video nicht verpassen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder mit der Auflösung hier dieses, ja, dieses Spielspektakel. Und ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.